Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, was ein Steckbrett ist oder auch Breadboard auf Englisch genannt. Das ist dieses Element hier und wie man sieht, es ist eigentlich relativ groß, leicht aus Plastik mit ein paar Metallverbindungen drin und das Ziel dieses Elementes oder dieses Steckbretts ist einzeln und allein seine Schaltungen ohne Löten aufbauen zu können. Das heißt, ich muss nichts löten, wenn ich irgendetwas verbinden möchte, sondern ich kann solche Kabel hier dafür benutzen, um hier die verschiedenen Löcher anzusteuern und dann es irgendwo an meinem Arduino dann eben anzuschließen. Sie sehen hier, da sind auch solche kleinen Löcher. Wie funktioniert also jetzt ein Steckbrett? Ich zeige Ihnen das anhand von diesem kleinen und danach sehen wir uns noch ein paar Varianten an. Wichtig ist zu verstehen, dass es auf jedem Steckbrett meistens sind genau diese so vier Elemente. Sie sehen, man kann sie auch so leicht auseinanderziehen, man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, man will sie auch nicht brechen. Die sind tatsächlich, diese vier Elemente, die man hier sieht, sind tatsächlich elektrisch voneinander getrennt. Sie sehen hier, die Plastik ist durchgehend. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich diese vier Reihen, es gibt zwei Reihen mit Linien, und zwei Reihen, die A, B, C, D, E, E, F, G, E, J gekennzeichnet sind. Die Reihen mit den Linien sind genau entlang der Linien elektrisch miteinander verbunden. Das heißt hier, die erste Löcherreihe sind alle miteinander verbunden und die zweite sind miteinander verbunden. Nicht die blaue mit der roten Linie. In der Mitte ist es genau umgekehrt. Dort sind die Reihen so rum verbunden, also genau orthogonal der Linien. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Kabel hier irgendetwas verbinden möchte, dann egal, was ich hier an diese Linie verbinde, wird elektrisch miteinander verbunden. Und genauso gilt es auch in diese Richtung hier. Was auch noch wichtig ist zu verstehen, dass es mehrere Varianten davon geben könnte. Hier hatten wir ja so ein ganz kleines Steckbrett. Das ist sehr handlich und für kleine Schaltungen sehr gut zu gebrauchen. Dann gibt es etwas, was ich hier schon voreingestellt habe. Das ist einfach nur etwas größer. Damit kann man ein bisschen größere Schaltungen bauen. Die Regeln sind aber die gleichen, die Verbindungen. Und dann gibt es noch diese Variante, bei der man ein bisschen aufpassen muss. Sieht genauso aus wie die hier erstmal. Nur sieht man, dass hier die Linien rot und weiß eben unterbrochen sind. Das ist kein Druckfehler, sondern es deutet wirklich darauf hin, dass hier keine elektrische Verbindung dazwischen besteht. Das heißt, wenn Sie diese Linie hier ist nur bis hier miteinander verbunden und danach hat man sozusagen eigentlich ein zweites Steckbrett. Wenn man das alles verstanden hat und einfach in Erinnerung sich immer wieder reinholt, dann ist ein Steckbrett etwas sehr Bequemes und sehr Einfaches zu benutzen. Was man auch noch beachten müsste insgesamt, ist, dass die Verbindungen nicht unbedingt sehr flach liegen. Das heißt, man muss die Kabel nicht so einfach so reinstellen, ganz kurz, sondern richtig reinstecken. Deswegen heißt es auch Steckbrett.